Sehr geehrter Herr Bischof Kohlgraf, als Schülervertretung möchten wir uns im Namen der Schülerschaft des Williges-Gymnasiums recht herzlich bei Ihnen für die hoffnungsbringenden Worte bedanken. Wir hoffen, dass Sie allen Schülern so viel Mut zusprechen, wie Sie uns Mut zugesprochen haben. Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ja, guten Morgen, Herr Kohlgraf. Wir melden uns hier nochmal aus der Kapelle, aus dem Williges und möchten Ihnen nochmal eine etwas persönlichere Nachricht mitteilen und uns nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie uns eben diese Worte haben zukommen lassen. Es hat uns sehr gefreut und wir fühlen uns etwas willkommener jetzt in dieser seltsamen und distanzierten Zeit. Ja genau, wie gesagt, wir sind die Schülervertretung des Williges. Mein Name ist Markus, das ist Jamal, das ist Felix. Und ich denke, es wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir ein bisschen über den Alltag am Williges reden und wie das halt alles stattfindet. Das hat sich ja doch eigentlich einiges geändert, nachdem die Schulen wieder geöffnet worden sind. Ja, es ist eine schwierige Zeit für uns alle. Wir waren jetzt ungefähr 2 Monate zu Hause und manche sind immer noch zu Hause, eben wegen der Ansteckungsgefahr. Und es hat sich einfach viel verändert. Es gibt das Einbahnstraßensystem, man muss Masken tragen. Es ist eine sehr schwierige Zeit für uns. Genau, aber ich denke, man kann sagen, als Williges oder als generell bischöfliche Schule sind wir eigentlich technisch sehr gut ausgestattet. Wir hatten jetzt halt die Möglichkeit, im Homeschooling eigentlich ganz gut damit klarzukommen und damit halt umzugehen. Ich denke gerade auch für uns, als wir gehen alle in die Oberstufe, alle in die 11. Stufe momentan, kommen in die 12., war das eigentlich eher weniger ein Problem, da wir halt schon das selbstständige Lernen, sag ich mal, auf dem Weg fürs Abi können müssen. Ich denke allerdings für Mittelstufe oder Unterstufe war es doch nochmal schwierig, sich jetzt nochmal vor den Ferien wieder in die Schule zu kommen und auch davor die Aufgaben zu Hause zu erledigen. Genau, und es fehlt uns natürlich allen die Gemeinschaft, sei es in Form von einem kleinen Klassentreffen oder eben von einem Gottesdienst, den wir so ganz normal gewohnt sind und dass wir auch jetzt zum Beispiel nicht singen dürfen. Es ist eine sehr skurrile Zeit, glaube ich, für uns alle. Und die Unterstufe und Mittelstufe, da, das sind natürlich Jungs, die wollen sich auch mal in der Pause raufen oder so und müssen jetzt Abstand halten und mit Maske. Es ist sehr ungewohnt und ich glaube, um nochmal darauf zurückzukommen, die Worte von Ihnen bringen da, glaube ich, nochmal etwas Hoffnung ins Geschehen rein. Den Brief werden wir ausdrucken und jeder Schüler wird das mit dem Zeugnis ausgehändigt bekommen. Und ich glaube, nach den Sommerferien wächst dann die Gemeinschaft nochmal stärker zusammen. Sollte es jetzt wieder ganz normal für uns weitergehen und wie Sie schon angesprochen haben, dass die Solidarität wächst. Und die ist auch sehr stark bei uns an der Schule und wir sind sehr froh, auf so einer Schule sein zu dürfen. Wir haben von anderen Schulen gehört, wo es nicht so gut funktioniert hat und das läuft echt sehr gut bei uns. Ja, generell natürlich gibt es so ein paar Maßnahmen, die vielleicht für uns auch immer noch eine Umgewöhnung sind, zum Beispiel das Einbahnstraßensystem, worüber wir ja schon gesprochen haben. Das sollte man natürlich in jedem Fall einhalten, allerdings ist das nicht immer so hundertprozentig möglich, da es zum Beispiel auch Sackgassen gibt, aber ich denke, im Großen und Ganzen sind die Maßnahmen, jetzt wie Handdesinfektion, Einbahnstraßensystem, Masken tragen eigentlich und Abstand halten natürlich, haben eigentlich sehr gut funktioniert. Es war ja so, dass wir in 2 Gruppen aufgeteilt waren, also zumindest unsere Stufe. Und es war eigentlich jetzt nie so die Situation, wo man sagen musste, dass wir uns zu nahe gekommen sind. Also ich würde sagen, dass eigentlich das ziemlich gut umgesetzt war. Es gab eigentlich die Möglichkeit, die Hände zu waschen oder Hände zu desinfizieren, Abstand zu halten und eben die Maskenpflicht war halt eigentlich auch gut eingesetzt, so dass man halt dann, wenn der Abstand oder wenn Kurzbegegnungen da sind, halt der Abstand nicht eingehalten werden kann, dass man die da halt zum Einsatz gebracht hat. Aber im Großen und Ganzen würden wir, glaube ich, alle sagen, dass es gut funktioniert hat. Ja, es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass man im Flur langläuft und eine Person kommt einem entgegen und beide gucken in die Richtung und wissen gar nicht, wer denn jetzt falsch gelaufen ist. Das kommt natürlich manchmal vor, aber es läuft, wie Markus schon gesagt hat, wirklich sehr gut. Und was auch sehr, sehr schön war, unser Schulfahrer, Herr Busch, hat einige Male am Morgen eine Durchsage gemacht durch die ganze Schule, wo er in die Schule zusammen gebetet hat. Und da hat der Kirche nochmal eine neue und der Zeit angemessene, also der Corona-Zeit angemessene Bedeutung bekommen, dass wir da uns zusammengefunden haben und trotzdem noch Abstand gehalten haben. Natürlich auch die Seelsorge, vor allem die Schulseelsorge, im Moment ein großes Problem, vor allem für die Schüler aus Risikogruppen, da diese eben nicht aus den Häusern rauskommen, da sonst die Ansteckungsgefahr zu groß wäre. Auch für viele Eltern ist es im Moment eine sehr schwierige Zeit, wenn sie mit vielen Kindern über
überfordert sind, die vor allem Kindern aus jüngeren Jahrgangsstufen, die eben noch nicht so gut sind, so eigenständig lernen können wie wir und die Eltern eben noch sehr viel helfen müssen, vor allem wenn die Eltern dann noch arbeiten. So, ich denke mal, das wäre es dann von unserer Seite. Viele Grüße aus dem Williges und bis zum spätestens bis zum nächsten Gottesdienst.